So. Binge Pipe stellt die revolutionäre Frage, könnte eine fiktive Framing-Methode für ein Videospiel die Zukunft des Medienkonsums auf ewig verändern? Unsere Investoren hoffen es jedenfalls. Kann man noch anders lesen. Ja, das stimmt, aber ich musste so schreiben. Hopkins. Rufen Sie unsere Binge-Pipe-Kunden-Support-Hotline an. So wie die Chopsticks. Chopkins. Chopkins. Oh, ist das derselbe glatzköpfige Mann wie in der anderen Szene? Hallo? Ich habe auch zu weit vorgespult. Können Sie mir sagen, wie ich zurückspule? Irgendjemand hier los auf etwas unverbindlichen Spaß? Es tut mir leid. Ist hier irgendwo ein Binge-Pipe-Mitarbeiter? Hallo? 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 Sie werden es schon herausfinden. Gemeinsam. Aber ist es der gleiche? Ach, zum Geier, es ist ein anderer Glatzkopf. Wollen wir ihn mal Jack anrufen? Hat jemand eine Idee, was wir Jack auf den Anrufbeantworter sprechen können? Das qualitativ hochwertigste Programm, auf das andere Dienste verzichtet haben, sondern auch Eigenproduktionen, die auf den häufigsten Anfragen unserer Nutzer basieren. Jimmy. Unter anderem Jimmy Savile. Kinder, wisst ihr, was es bedeutet, ein Freund zu sein? Wahrscheinlich werden wir einfach dort noch rein. Wisst ihr auch, was es bedeutet, in der Friendzone zu sein? Also ernsthaft, jetzt schaut euch diese SMS an. Was ist das? Diese Woche bei Captain Spaßkanones Welt der schmerzhaften Lebenslektion. Und danach erzähle ich euch von der gruseligen Welt des Ghostings. Zehn Männer und Frauen in einem Haus gezwungen, gemeinsam die 5. Staffel der Bachelor anzuschauen. Mit Kopfhörern, damit wir uns die Rechte für diese Sendung nicht kaufen müssen. Ich kann nicht glauben, dass ich Oliver... So weit bin ich noch gar nicht. Oh, Entschuldigung. Kannst du mir mal die Chips geben? Dass der Bachelor Staffel Synchronstimme vom neuen Doktor? Nur auf Binge Pipe. Nee. Doch. Nee. Das ist doch die Timothy gewesen. Das war nicht Timothy Dreamer. Natürlich, oder? Das ist die Timothy Dreamer. Das war nicht Timothy Dreamer. Du hast einfach nicht zugehört, das war die. Doch. Nee. Doch, das war die. Spiel beizutreten, gehen Sie mit einem Gerät Ihrer Wahl auf die angezeigte Website. Seid ihr denn alle bereit? Den Raumcode ein. Nö, aber wir können loslegen. Okay, dann, wenn jetzt keiner mehr kommt, weil es läuft ja jetzt schon seit, alle, die nachträglich noch reinkommen wollen, die nicht am aktiven Spiel mitmachen wollen, aber trotzdem irgendwie mitraten wollen, können das auch gleich als Zuschauer tun. Die können zum Beispiel beeinflussen, wenn wir welche Fragen haben, wo es dann darum geht, wer was kann nicht wählen, ohne mein Herz schwierig zu erklären. Werdet ihr sehen. Beide, ja, beide begehre ich. Binge-Pipe wünscht sich mehr als nur Freundschaft Plus mit You Don't Know Jack. Binge-Pipe, unsere Streifen kommen frisch aus dem Netz. Guten Tag, ich bin Jack. Keine Sorge, Sie müssen sich jetzt nicht allen vorstellen. Wir sind hier nicht bei den anonymen Alkoholikern. Oh, da ist schon wieder Dienstag. Dem Geruch nach sind alle anwesend. Dieser Moment wird Ihnen für immer im Gedächtnis bleiben. Oder auch nicht. Los geht's. Jetzt geht's los. Zeit für Frage 1. Den Anfang macht schleimige Fundstücke und noch schleimigere Sammlungen. Ich habe vorhin auf dem Weg zur Arbeit diese riesige Schnecke gesehen und musste die unbedingt mitnehmen. Ein richtiger Brummi ist das. Auch wenn die irgendwie komische Geräusche macht. Aber unter dem Glas sind die dumpf genug, dass man sie einfach ignorieren kann. Naja, egal. Wo wir bei großen Schnecken sind. Welche dieser Sammlungen wäre eine Sammlung der größten Schnecken der Welt? 4 Feierschnecken, 6 Sächeschnecken, 8 Achatschnecken oder 10 Zehenschnecken? Leider kennt Schneckologe, aber ich probiere es. Ich kenne mich ein bisschen mit Radschnecken aus. In Weinbergschnecken. Ich hatte eine Schneckensammlung als Kind. Was haben Sie alle gewählt? Das wäre zwar die größte Sammlung, aber nicht die Sammlung der größten. Ja, zuhören will geübt sein. Ich habe auch gedacht, der verarscht uns. Die große Schnecke oder auch ostafrikanische Riesenschnecke ist die größte Schneckenart der Welt.
Noch Wissen. Und den Franzosen unter den Mitspielern Allgemeinwissen. Gerade das Wasser im Mund. Schneckenwissen vor allem. Da kommt gerade einer. Den Franzosen unter den Mitspielern läuft vermutlich. Was soll denn dieser Krach an der Tür? Gary! Oh nein. Oh ja. Was zum Geier? Was ist das denn jetzt? Ein sprechender Käse oder was? Ich bin kein Käse. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Und das da drüben ist meine Schnecke, Gary. Deine Schnecke? Moment. Deine Schnecke? Oh, Gary. Gary, Gary, Gary. Endlich habe ich dich gefunden. Hat mir wer was in den Kaffee gemischt, oder? Hey, du Doppelflosse, was ist das denn hier für ein komischer Raum? Was machst du denn hier? Wir sind hier gerade mitten in einer Quizshow und... Oh, ein Quiz, das ist ja spitze. Ich liebe Quizshows. Darf ich mitmachen? Oh, bitte, 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 bitte. Einfach nicken und lächeln. Irgendwann wird die Wirkung schon nachlassen. Oh, juhu! Ich bin bereit! Halleluja! Halleluja! Sehen Sie jetzt? Mit 969 Jahren, da hört das Leben auf. Oh, Gary, es geht los! Es geht los! Ich bin so aufgeregt! Bitte, sei ruhig. Oh, natürlich. Entschuldigung. Dann kommt jetzt die Frage. Mit welchen Worten könnte Methusalem seinen Enkeln wohl Geld zustecken? Oh, oh, ich weiß es. C, es ist C. Und die Antwortmöglichkeiten lauten... Hier, Noah, weil du Tiere auf ein großes Boot gerettet hast. Da, Jonah, weil du von einem Wal hochgewürgt wurdest. Nimm, Moses, weil du mit dem brennenden Dornbusch gesprochen hast. Die hier ist es, die hier! Oder für dich, Maria, und dein Kind, das du jungfräulich empfangen hast. Mal sehen, wer das wusste. C, es ist C, es ist doch C, oder? Sag mir, es ist C. Es ist nicht C. Oh, Algengrütsche. Methusalem ist der Großvater von Noah, der in Arche Noah jeweils zwei Partner unterschiedlichen Geschlechts der älteste Mensch der Welt vor der Sintflut rettete. Oh, also wusste ich schon, aber dass dein Enkel Noah heißt, wusste ich nicht. Ja, okay, nein, nicht okay. Enkel. Die das war der Schwiegervater. Bestimmt richtig. Stimmt's, Gary? Warum miaut eine Schnecke? Das machen alle Schnecken. Oder nein, der Großvater. Das machen nicht alle Schnecken. Muss man erfragen nach seinem Enkeln. Wann geht's weiter? Ich warte und ich warte und ich warte und ich warte. Nächste Frage. Und wir warten und wir warten und wir warten. Ich denke, das Ganze wäre nicht lustiger, wenn ich SpongeBob gesehen hätte. Die Kategorie heißt... Ein Krabbenburger in C-Moll mit Ketchup, bitte. Ansonsten nehme ich auch ein Sekt oder Selters. Ich lese Ihnen gleich 7 Titel vor. Ja, und Sie sagen mir bitte, ob es sich dabei um eine Episode von SpongeBob Schwammkopf oder um ein Werk ganz von cool. Mozart handelt. Eine Episode? Ecki! Hallo, wo bist du? Ein paar Sekunden Zeit für die Entscheidung zwischen SpongeBob oder Mozart. Und Sie machen das alle zusammen. Also tun Sie wenigstens interessiert. Jetzt geht's ab. Das Valentinsgeschenk. Einmal wieder jung sein. Die kleine Spinnerin. Die Spinnerin. Wo die Liebe hinfällt. Der Vogelfänger bin ich ja. Geheime Liebe. Nur geträumt. Die meisten von Ihnen sind meinem Schauen bisher ausgereicht. Aber Kandidat 5, Sie haben am heftigsten versagt. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um Ihnen ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Anscheinend ist es Nagelzeit. Das entspricht der Wahrheit, Jack.
Verdammt, wie soll ich denn ohne Nagel gewinnen? Ohrnett? Und zwar auf vielerlei vergnügliche Art und Weisen. Und sie erhalten eine Geldprämie für alle, die falsch antworten. Okay, ich wünsche mir immer so high wie diese Frau immer. Im Nachhinein betrachtet, hätten wir sie eine Verzichtserklärung unterschreiben lassen sollen, bevor wir ihnen scharfe Gegenstände übergeben. Oh, du Frage 4, gehörst nur mir für immer. Frage 4. Als nächstes, bleiben jetzt ja nicht zu frisch. Die... Moment, was war denn das gerade? Was war was? Das Sektor des Elters? Was meinst du mit SpongeBob-Episode? Was soll das heißen? Eine Episode eben. Eine Folge von deiner Sendung. Meiner Sendung? Oh nein. Ja, läuft seit Jahren im Fernsehen. Super beliebt bei Kindern. Die Sendung? Meta. Ich verstehe nicht so ganz. Okay, pass einfach auf. SpongeBob scheint nicht zu wissen, dass er Titelcharakter einer beliebten Fernsehsendung ist. Welchen Film könnte er sich anschauen, um zu verstehen, in welcher Situation er sich befindet? Okay. Kein Problem. Ja. Downsizing, die Truman Show oder Pulp Fiction? Das ist eindeutig Pulp Fiction. Ja, das ist mein Lieblingsfilm über Meta. Ja. Das hat ja so einen ähnlichen Plot wie und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Nee, Jimmy hat gar keine Lust. Jimmy, wer hat was gewählt? Vielleicht hat er den Kabinen verloren. Im Film Die Truman Show realisiert Truman Burbank, dass er der Hauptcharakter einer Sensationsfernsehserie ist, die weltweit ausgestrahlt wird. Jimmy ist... Das heißt, mein Leben ist eine... Bestimmt wieder die Verzögerung. Ja. Ganz ein, ja. Sieht so aus. Oh. Mein Gesamt. Aber siehst du ja eigentlich trotzdem die Anfrage und Antwort auf dem Bildschirm. Mein Zuhause sind alle komplett fiktiv und von irgendeinem Autor zusammengedichtet? Also, ja, das kann man so sagen. Oh, meine Persönlichkeit, meine Erinnerungen. Und du bist viel zu dumm, um das zu verstehen, Leben eigentlich. Ist nicht echt. Also, hör mal, ich wollte nicht. Oh, mach einfach weiter. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. SpongeBob? Komm schon. Oh Mann. SpongeBob Suizidphase. Frage ist ja, ob das. Er spült sich selbst die Toilette runter. Die Kategorie lautet. Er wird zum der Flug der fehlenden Tunke. SpongeBob? Na komm schon, SpongeBob. Ist doch gar nicht so schlimm. Es zählt doch nur, was für dich echt ist, oder? Und überhaupt, du lebst doch ein richtig lustiges Leben. Es hätte doch auch viel schlimmer kommen können, oder? Hier, pass auf. Wenn SpongeBob Schwammkopf wissenschaftlich korrekt benannt worden wäre, welchen Titel würde die Serie tragen? Molluska-Bob Schwammkopf, Arthropoda-Bob Schwammkopf, Nematoda-Bob Schwammkopf oder Porifera-Bob Schwammkopf? Jimmy, spielst du überhaupt mit? Jimmy bald nicht mehr unter uns. Okay, nee. Wer Schade. Hat was geantwortet? Oh. Oh, okay. Der wissenschaftliche Name für den Meeresschwamm lautet Porifera. Wow. Siehst du, du hättest Porifera Bob sagen alle gewusst. Können. Da bist du doch noch ganz ja, gut weggekommen, oder? Ja, das ist cheesy. Der hat gedacht, Mollusken, also Schnecken, sind Schwämme. Klingt doch völlig ulkig, oder? Ja, wir haben vorhin noch gesagt, Schnecken sind immer nicht die Antwort. Siehst du? Porifera! Ja, genau. Schwamm drüber, SpongeBob. Gut, dass ihr mir gut geht. Gut, dass, ja, dass es jetzt wieder einen Konkurrent im Fernsehen gibt namens Pumke. Wollen wir weitermachen? Insbesondere 100%. Genug von Runde 1. Ich mag sie zwar ständig anlügen, aber Zahlen, die lügen nicht. Also schauen wir uns doch welche an. Aktuell liegt Kandidat 2 in Führung. Nein, ich will Nagel, aber Jimmy. Jimmy! Was geht da? Schnecken und Schwammfragen, bitte. Ich brauche Nagel. Ihre Punkte jedoch nicht.
Ihre Leistung, du bist die Schneckenkönigin? Weiterer Nägel erforderlich. Ich weiß auch ein bisschen was über Frösche. Nägel in Runde 2 haben noch verrücktere Effekte. Und sie verdienen einen größeren Bonus für jeden Kandidaten, den sie damit aus der Frage kegeln. Also, scheuen sie sich nicht zuzunageln. Alle anderen antworten besser schnell, bevor sie genagelt werden. Und in Runde 2 verdoppeln wir zusätzlich alle Geldbeträge, weil wir so nett sind. Wirklich gute Nachrichten. Los, Jimmy. Saunen sind kein Konzert. Kein Konzert. Zeit für Krill Bill. Hast du noch mehr Wissenschaftsdingsbums? lass mich mal kurz googeln. Googeln? Was ist denn das? Ist das ein Spiel? Können wir spielen? Oh, lass uns googeln. Gary, willst du lass uns googeln. Googeln, googeln, googeln. Googeln, googeln, googeln. Das ist nicht irgendein Skill-Stimmung. Okay, das reicht so ist die Emerge nicht gut. Ich glaube, ich habe etwas Gutes gefunden. Machst du besser? Ich mach mit. Ja, nicht eine Originalstimme holen müssen. Genauso wie diesmal. Was wäre wissenschaftlich gesehen ein korrekter Name für das böse Genie Plankton? Ich meine von Getty. Wissenschaft. Okay. Blinko, Plankta, Plank oder Gary? Gary. Na los, Jimmy, na los! Jimmy, okay, Jimmy. Wer hat's? Gary, du bist doch nicht etwa Plankton? Ich wusste es, das war alles eine Falle. Ihr wollt doch nur an die Krabbenburger-Formel. Was? Worüber redest du denn? Ich mach doch nur Spaß. Plankton ist der Sammelbegriff für alle im Wasser freischwimmenden Organismen. Der wissenschaftliche Name für ein einzelnes Exemplar ist allerdings Plankta. Ich bin's, Plankta. Plankta, Plankta. Ja, urkomisch. Heldenplankta. SpongeBob? Ja. SpongeBob? Also. Ja. SpongeBob? Was ist denn? Komm runter. Was ist denn in dich gefahren? Ja, komm runter, Bro. Aber das ist doch alles so urkomisch. Gummifera, Plankta. Nein, weiter. Nächste Frage. La vie est un canard. Als nächstes haben wir mit Mundgeruch im Gospelchor. Du, Jack. Was ist denn? Darf ich einen Freund grüßen? Wen denn? Nicht dich. Du bist doch schon hier, Gary. Ich meine doch unseren allerbesten Freund Thaddäus. Wenn es denn unbedingt sein muss. Thaddäus. Oder darf ich eine Frage stellen? Oh ja, das möchte ich unbedingt machen. Dann stell halt eine Frage. Das Skript für dieses Spiel kann ich ja eh schon wegwerfen. Miss Kaya Jana. Danke. Kaya Jana. Angenommen, ich würde mit meinem Freund Thaddäus Tentakel und seinem Cousin Thaddäus Zynakel eine Tour durch Bikini Bottom machen. Wo würde Thaddäus Zynakel vermutlich am liebsten den Tag verbringen? Bitte? Auf den Quallenfeldern? In der Kossenkrabbe? Im Streichelzoo oder im Krankenhaus? Zynakel, was ist denn ein Zynakel? Keine Ahnung, klingt wie eine Krankheit. Denke ich auch, deswegen habe ich das Krankenhaus genommen. Ja, aber Zynakel klingt wie Zoo. Wer hat was genommen? Quallenfischen, Quallenfischen, Quallenfischen! Nein, nein, nein! Und sie haben alle falsch geantwortet. Oh. Ein Zynakel ist ein altes deutsches Wort für das Speisezimmer in einem Kloster. Also würde ich Thaddäus Zynakel ein paar saftige Krabbenburger zaubern. Zynakel. Ich muss sagen, das war gar keine so schlechte Frage. Die große Krabbe ist ein Restaurant. Darf ich vielleicht noch eine machen? Noch eine Frage oder noch jemanden grüßen? Was sagst du, Gary? Ich glaube, ich möchte etwas anderes machen. Das ist einfach weißt du was? SpongeBob als Dann machen wir jetzt einfach eine Schnickschnackfrage. Was? Und eine Schnickschnackfrage. Schnickschnackschnacke. Schnickschnackschnacke. Machen Sie sich bereit für depressive Zahnhygiene. Und holla, es ist Rhyme-Time hier bei uns.
Und jetzt ich hasse Reim. Eine Flickflackflagge. Eine Flickflackflagge. Je früher Sie mir anfangen, alles. Desto mehr Geld gibt's für ich Sie kann zu das gewinnen. Nicht. Also tippen Sie flott. Okay, machen Sie sich bereit. Ich lese Ihnen und dir, SpongeBob, nun eine Schnickschnack-Frage vor. Und Sie sagen mir bitte, mit welchem bekannten Sprichwort Sie sich reimt. Sorgenmundrat schmollt im Grund. Und ignorieren Sie einfach die Satzzeichen. Das klingt fast wie etwas, das Mr. Krabs so auch sagt. Stimmt eigentlich. Nee, doch, ich hab's noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. Besonders wie Thaddäus, weil er immer so ein Morgenmuffel ist. Ich glaube, gleich hast du's. Oh, ich kann es gar nicht, ich hab geistigen Zusammenbruch. Ich hab's, aber nur teilweise. Hast du noch ein bisschen? Ob ich das richtig geschrieben? Also, richtig, ein richtiges Wort. Bilden. Vorteile. Wenn eigentlich ja Mr. Krabs Gold im Mund hat. Was? Wo? An den Zähnen. Okay. Nee, ich komme nicht drauf. Ich habe eine geistige Zusammenbruch. Okay. Das macht einen Knoten ins Hirn. Morgenstund hat Gold im Mund. Morgenstund hat Gold im Mund. Zu spät, aber du hast recht. Super, Gary. Warum hast du nicht gesagt, dass du es wusstest? Du hättest gewinnen können, Gary. Ach, du wolltest den anderen den Vorrang lassen. Das ist aber nett von dir. Miau. Also, das, ich würde niemals... Miau. Möchtest du vielleicht auch mal eine Frage stellen? Oh ja. Super, klasse. Oh ja, bitte. Gary Frage. Miau, miau, miau. Die ist bestimmt freuen Sie sich auf. Geriert. Oh, das ist ein toller Kategoriename, Gary. Kann mir irgendjemand einen Übersetzer besorgen? Wofür haben wir denn unser Budget, wenn nicht für sowas? Was sagst du, Gary? Was ein alternativer Name für den Friedensnobelpreis sein könnte, wenn man das norwegische Wort für Frieden bedenkt? Das ist eine tolle Frage, Gary. Okay. Was sind die Antworten? Perfekt. Was ist denn das? Echt jetzt? Och, nö. Kandidat oh, Scheiße. Hat den Nagel eingesetzt. Bin ich der Einzige, der ihren Namen satt hat? Das war fies. Oh mein Gott. Na, wie haben wir uns denn geschlagen? Und Gary? Och, Walfischdreck. Ich dachte, das wär's. Ist das die richtige Antwort? Danke, Gary, für diese Frage. Was auch immer das bedeutet hat. Ich bin so stolz auf dich, Gary. Dieser Nagel war eine gute Idee, Kandidat 4. Viel Spaß mit Ihrem Geld. Oh, und es scheint so, als hätten wir ein paar neue Namen. Und nah rangekommen. Sie werden sich dran gewöhnen. Chantal, Buchstabler, Schaukegaue, das sind ja gute Namen. Chantal. Hallo, bitte Chantal. Ja, das bin ich, jetzt lasst mich in Ruhe. Ich sage, ich bin Schaukelgaul. Das ist jetzt die letzte Frage vor unserem Finale. Och schon? Darf ich dann noch eine allerletzte Frage stellen? Du nicht gebraucht hast. In den Haufen geworfen, also kannst du die jetzt auch noch stellen. Ui, klasse. Ja. Stell deine Frage. Mir fällt nichts ein. Okay, gibt es denn etwas, das du schon immer mal wissen wolltest? Ich habe mich schon immer gefragt, warum Thaddäus Haus so aussieht, wie es aussieht. Na also, gib mir kurz eine Sekunde. Oh, perfekt. Also, wo lebt Thaddäus Tentakel? In einem Maya-Tempel? In einem keltischen Kampfhelm? Wow. In einem Sonai-Kopf? Oder in einer Moai-Statue? Uff. Die Serie nicht gesehen. Okay, Ich auch nicht. Ja. Schade. Was haben Sie geantwortet? Thaddäus Tentakel wohnt in einem Haus, das den riesigen Statuen auf der Osterinsel nachempfunden ist. Der Rat nicht so fest. Stimmt, Gary, das wusste ich auch noch nicht.
Danke. Jimmy, was ist los? Die letzte Frage? Nicht ganz. Jetzt kommt noch das Finale. Die Jack Attack. Oh ja, Jack Attack. Wie geht das? Pass einfach auf. Ich lese gleich die Erklärung vor. Darf ich die vorlesen? Chantal, bitte. Wir brauchen keine Erklärung. Oh nein. Okay, klar. Hier ist dein Text. Yippie! Oh nein. Und jetzt heißt es Jack Attack. Wenn Sie einen Begriff sehen, der zur Kategorie gehört, tippen Sie auf Ihrem Gerät darauf. Je später Sie Ihre Antwort geben, Elmo und Superman. Muss Elmo mal ausgewählt werden. Es ist Elmo, Man. Jetzt kommt bitte Charaktere aus Spongebob oder so. Das wäre strong. Ja. Bitte nicht. Oder Meeresfrüchte. Und denken Sie daran. Ist der Clou. Ihre Antworten müssen zu diesem Fingerzeig passen. Ist der Clou. Schwamm drüber. Wie gut kennen Sie Bikini Bottom wirklich? Oh. Viel Glück. Ich hasse alles. Scheiße. Viele Schreie. Lass doch einfach die Finger davon, Chantal. Harold. Leute in Bikini-Bottom. Hey? Okay. Ex-Angestellte der... Ja, okay. Das Ferrari war nicht angestellt. War er angestellt? Nee, der hat nur nichts anderes gemacht. Spielt da mit? Ich frag ihn. Wow. Mix? Ist auch nix. Och, ich bin dumm. Mitglieder der Superbekannten. Des Superbekanntenkreises. Ja. Mix mal so, mal so. Sehe ich in diesem Fummel dick aus? Der elastische Hosenbund. Da hoch hin, sei es nochmal. Captain Magma. Krakatau. Big Mac Soße. Ja, das bestimmt Big Mac Soße drauf. Das ist aber frech für Leute, die Serien. Ich kenne nämlich gar keine Chance. Jedes Fleisch, das wusste ich nicht. Rat die ganze Zeit. Ich nehme das, was ich mir denke, das hört sich nach dem an. Wie geht's dir, Chantal? Ganz schlecht. Chantal mit 13.000. Winnie hat 16. Und Wett. Gratuliere. Es ist Eiser Chopkins. Hatte der nicht doch gerade Minus? Er hat den mit dem Nageln alleine, war er dann auf 6.000. Ah ja, okay, dann hat der Chantal da aber okay. Ja, Spongebob Style ist easy, also wenn man, ne? Hab ich gerettet. Spongebob hat dich gerettet. Aber das ist die einzige Folge. Aber wir müssen wieder los. Ja, bestimmt. Als nächstes kommt Star Trek, dann hab ich keine Chance. Also ich kenne nur Next Generation ein bisschen. Genießen Sie diesen exklusiven Einblick hinter die Kulissen von You Don't Know. Hey, da bin ich 8.000, ich hab immerhin ein bisschen Geld. Ja, nein, das ist auch nicht. Er kauft den Gaul. Bitte nicht immer nach unten sprechen. Ich höre das schon. Oh, ich weiß es. Es ist. Tee muss ich mitsprechen, ne? Hier, Noah, weil du Tiere auf dem. Moment, Geld zu stecken. Ach so, hier, Noah. Mensch. Hier, Noah. Google? Nein, Google. Ne? Aber es wäre für, wenn aber nicht ich das Google witzig, sagt. Der... Ja. Google? Ihr wollt doch nur an die Krabbenburger Formel. Nee, du glaubst es dann wirklich, dass er das wäre. Also quasi. Ach so. Schuldigst ihn, dass er wirklich. Ah, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. Auf. Jetzt ein Assis Büyükük Mörökrütschük. Ein Freund. Die anderen werden gar nicht vorgelesen, die stehen da einfach.
Achso, weil Gary die. Achso, weil Gary kann die. Fliegen, Franz und Patrick. Und Schwamm drüber auch dann da. Achso, das ist die Kategorie. Achso. Schwamm drüber. Genau, genau. Auch da. Und dann. Das Schwamm drüber. Ein Binge-Pipe? Ja. So heißt die fiktive Firma, die dieses Spiel raucht. Ah, da. Ich bin Spongebob erklärt. Und ich bin Binge. Was? Binge-Pipe. Binge-Pipe. Ich bin Spongebob Schwammkopf und ich bin Binge-Pipe. Aber das ist doch ganz lustig, oder? Ja. Der Puma-Käfig. Ah, frische Luft. Ah. Vielen Dank, dass Sie sich den exklusiven Binge-Pipe-Bonus-Content angehört haben. Ich habe 20 Kilogramm Gras geraucht. Glauben Sie mir das? Wir gehen zurück und dann laden wir neue Leute hinzu und andere, die nicht mehr mitspielen wollen. Tschüss, Jimmy. Jimmy, nein, Jimmy. Jimmy. Jimmy, 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 yay, Jimmy, yo. Hier bei Bingepipe wissen wir, dass Streamingdienste kommen und gehen und manchmal schon im Handumdrehen in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also geben wir unser Bestes, uns zusammenzureißen und ein wackeres Lächeln aufzusetzen und zu hoffen, dass die Risse nicht ans Tageslicht kommen. Teil 2. Elektro-Bugalo. Heute Runde ohne Falke. Ich bin ein Gamer. Ich bin der Typ, der auf der Arbeit immer mit seinem Taschenmesser rumspielt. Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Wir sind Bingepipe. Okay. Bingepipe. Hier ist ein kleiner Einblick in das hochwertige Programm, das Bingepipe zu bieten hat. So, wer nochmal mitmachen möchte, wir haben noch Platz. Drei Plätze sind noch frei. Und Black Sheep hat vorhin gefragt, eine SpongeBob-Folge. Jo, war's. Und ins Netz gestellt hat, damit andere Leute sie anhören können? Ich verstehe das. Wobei ich die ein bisschen langsam fand. Haben sie mittlerweile eine ziemlich große Fangemeinde. Meinst du mit langsam? Sie hat das Ganze in die Länge gezogen, die ganzen Dialoge dazwischen. Egal. Bitte lassen Sie das sein. Wir sind eine ganz normale Familie und legen großen Wert auf unsere Privatsphäre. Danke. Ach, und unsere Tochter Lotta hat sich von Mike Schuster, ihrem Verlobten, getrennt. Anscheinend sind sie nämlich aneinander geraten. Wenn ich mehr Infos habe, hätte ich sie als Ja, das hat Neujahr immer so mit sich, ne? Also, diese ganzen emotionalen Sachen. Ja, Trennung im Neujahr kenne ich. Die Jugend von heute ist echt nicht mehr, was sie einmal war. Nee. Neulich im Bus redeten zwei Jugendliche darüber, dass sie Lags hätten. Selbstverständlich habe ich sofort mit meiner langjährigen Klemmererfahrung von den Tagen, in denen Uschi wieder Bohnensuppe gemacht hat, Hilfe angeboten. Ich bin überhaupt nicht von Lex in klassischem Sinne, sondern von irgendwelchen Ballerspielen. Hat die ganze Welt den Verstand verloren? Ich versuche mich krampfhaft an das deutscher Humor. Weiß nicht. Jeder, der das nicht macht. Ich bin Mario Bart. Kickse, kick mal. Ja. Oh, der schöne Almanen-Humor. Scheiße, weit verzählt. Okay. Gehen Sie zum Spielen auf die gezeigte Webseite und geben Sie den Raumcode ein. Ja, da kommt niemand mehr. Okay, dann drücke ich auf Start, ne? Dass Sie diese vier Buchstaben lieben werden. Wow, wow, wow. Gary? Binge präsentiert voller Bedauern über diese Investition. You don't know Jack. Bingepipe. Lachen ist das Beste. Medizin ist eine Lüge. Bewegen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position, klappen Sie Ihre Tischchen hoch und schnallen Sie sich an. Denn hier ist Jack mit You Don't Know Jack. Oh, in so einer Gruppe finden wir doch sicherlich mindestens eine Person, die Ananas auf Pizza mag. Nein? Ja, doch, hier. 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 Hallo. Ja, ich. Was seid ihr für? Hinfort, Minderheit. Ja. Angstschweiß auf du der bist Stirn. Die Minderheit. Es ist Zeit für Jack. Nix. Chesra, emanzipier dich. Jetzt geht's los. Zeit für Frage 1. Zum Wahrscheinlich esst ihr Würstchen auf Pizza. Ja, wer kennt es nicht? Welche? Die möchten mit Kampfsport anfangen, melden sich dann aber versehentlich im falschen Club an. Angenommen, ihnen wird nach der Prüfung nicht der schwarze Gürtel im Karate, sondern im Karage verliehen. Was haben sie versehentlich trainiert?
Das Essen einer japanischen Speise, das Fahren mit einem Einrad, das Spielen eines antiken Instruments oder das Anbeten eines griechischen Gottes. Karage. Courage. Okay, was haben Sie genommen? Ach, fuck you. Wer ist eigentlich fuck you? Ich bin fuck you. Okay. Karage ist ein japanisches Gericht aus meist frittiertem Hühnerfleisch mit süßer Soja. Wie ist so? Japanisch. Mal ehrlich, wer braucht schon Kampfsport, wenn man stattdessen lecker essen kann? Je dicker der Bauch, desto größer das Polster. Ich habe ein Video gesehen, wo 2 Stunden lang japanische Sachen gegessen wurden, aber Frage mich dabei. Hast du da währenddessen gegessen? Ja. Gut aufpassen. Aber japanisch. Emoji-Dating. Geben Sie es zu. Sie haben in den letzten Wochen zu viel Zeit auf Tinder verbracht. Emoji-Dating. Beim Durchsuchen Ihrer iPhone-Emojis werden Sie von der Symbole-Kategorie so richtig abgeturnt und wischen schnell nach links, bis es nicht mehr geht. Welche sexy Emoji-Gruppe sehen Sie sich jetzt an? Smileys, liebenswerte Tiergesichter, Obst oder Flaggen? Okay, das weiß ich. Ich habe kein iPhone, aber ich gerade im Kopf. Es ist auch bei jedem so. Jetzt sonst wird die Frage nicht kommen. Ist auch bei Android. Mal sehen, wie schlau Sie sind. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die süßeste falsche Antwort im Spiel gefunden. Nee, ist die zweite Kategorie. Seit dem ersten Auftritt der Emojis auf dem iPhone befinden sich die Flaggen ganz rechts im Emojiversum, die man zwischen nach links erreicht. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich schnell nach rechts ja, dann merkt man, dass jemand scrolle, kommt ja die zweite. Aufgehen. Und deswegen, naja. Ja, genau. Ich habe mich jetzt Fragen. Direkt im Anschluss. Haben Sie jemals einen traurigen Griechen gesehen? Und ja, ja. Wir spielen Sekt oder Selters. So früh. Sekt oder Selters. Ich lese Ihnen gleich 7 Begriffe vor und möchte bei jedem von Ihnen wissen, ob es sich um eine antike griechische Stadt handelt oder um ein Antidepressivum. Denken Sie nicht. Sie haben nur ein paar Sekunden Zeit für die Entscheidung. Hat jemand Depression? Antike griechische Stadt oder. Wie viele kennst du alle gleich? Nein, ich kenne nur meine Medikamente. Also konzentrieren Sie sich. Okay, los geht's. Okay. Es klingt nach Ambrosia. Byzantion. Oh. Duloxetin. Ja, okay. Das ist ein Tein, also. Ist auch ein Tein. Ja, okay. Edessa. Phenelzin. Ein Tein. Die Frage sind die einfach, weil die sehr würdig sind. Oh, das ist ja die Depressivum. Ich nehme immer Sparte. Das war super einfach. Ich nehme Sparta! Also alle Medikamente waren einfach Ihn am Ende. Ja, die Pinen ziehen. Diese Klassiken. Tim, es ist Medizin! Ja, das hat ja. Stell dir vor, es gibt einen Antidepressiven namens Sparta und jemand kippt einen einfach irgendwo hin. Welcher der folgenden Filme spielt nicht in einer computergenerierten Realität? Matrix. Tron, Avatar, Ready Player One oder Matrix? Ja, okay. Das ist einfach. Ja, los, der, den Nerd. Wo sitzt denn der Thron? Das ist ein trojanischer Film. Was haben Sie geantwortet? Ist es eigentlich bitte? Möglich unter dem Drake? Stein, unter geht's dem dir Sie gut? Ganz offensichtlich leben? Ich habe die Frage Avatar falsch gelesen. Avatar spielt auf dem Planeten Pandora, welcher in keinster Weise computergeneriert ich gedacht, oder virtuell ist. Wo noch nicht der Film gemacht wurde mit ja Computerreal. Also, ne? Ach so, ja. Computern. Aber Tron wurde auch von... mit Computer. Das war der aber erste. Aber Tron war das älteste. Ja, stimmt. Ja, gut, Bildchen machen. Schwing den Hintern, wenn du aussiehst wie eine Fünf. Wie wär's mit Tiername plus Tiername gleich Tiername? Die Bresel. Welches dieser Tiere habe ich gerade erfunden? Die Turteltaube, die Känguru-Ratte, die Schweinsnasenfledermaus oder das Elefantenschwein? Okay, schauen wir mal. Die gibt's wirklich. Und die sind auch sehr lecker. Turteltauben, Känguru-Ratten und Schweinsnasenfledermäuse sind alles echte Tiere. Ich beweise euch nächstes Mal, dass es das Elefantenschwein gibt. Wobei ich zugeben muss, dass ich das Wort nicht gerade erst erfunden habe. Genau genommen habe ich so damals immer meine Ex genannt. Diese KI-Leute. Meine Fantasy-Welt. Runde 1 gehört der Vergangenheit an. Na, wer von Ihnen schummelt?
Aktuell liegt Kandidat 1 in Führung. Chester, was ist los? Kandidat 5 wiederum, Sie könnten ein wenig Hilfe gebrauchen. Und das ist doch gar nicht schlimm. Wir haben einen Nagel, um unsere angestrebten Zahlen zu erreichen. Vergessen Sie nicht, in Runde 2 sind Nägel nochmal eine Ecke diabolischer und zahlen Ihnen noch mehr Geld aus für jeden Kandidaten, der die Frage falsch beantwortet. Also scheuen Sie sich nicht davor, ihn zu benutzen. Alle anderen antworten besser schnell, wenn Sie nicht genagelt werden möchten. Oh, und habe ich schon erwähnt, dass wir in Runde 2 alle Beträge verdoppeln. Es ist, als ob die erste Runde gar keine Rolle gespielt hätte. Es tut mir leid, dass ich beleidigt habe. Kategorie lautet eine weitere bescheuerte Philosophiefrage. Wer ist diese Sophie? Angenommen, ich würde langsam realisieren, dass meine Wahrnehmung der Realität nicht dem entspricht, was sie in Wirklichkeit ist. Ich würde schreien. Wie der Philosoph Platon meine rein hypothetische Situation beschreiben. Jack befindet sich auf einem gefrorenen Fluss und kann kein Wasser finden. Jack ist in einem. Oh, das ist nein. Ein Hallo? Bitte nicht. Kandidat 5 hat sich für den Nagel entschieden. Machen Sie sich bereit, einen Kopfstand zu machen. Alter, echt. Och, ich muss ein Handy umdrehen. Komm. Jetzt irgendwas poppen. Schnipp, schnapp, schnage. Imagine, du hast jetzt, du spielst auf dem Computer. Ja, auf dem Computer. Oh, mein Beileid. Mal sehen, wer das aber wusste. Wir ziehen die Antwort noch richtig, ja, von daher. Ja, das ist sie. Die falscheste Antwort von allen. Was? Oh. Hallo, aber ich dachte, das war doch irgendwas mit meinem Ding. Das war die perfekteste Nagelung. Boah, Nagel mit Schnallen. Menschen, die die Realität ausschließlich durch Schatten an der Höhlenwand wahrnehmen. Diese Menschen Jäger, haben Licht und Schatten. Einen Blick auf die Realität und kennen nichts anderes das als Schatten. So eine Nagelorgie werden. Realisieren natürlich auch nicht, dass sie festgekettet sind oder dass sie die Fesseln niemals auflösen könnten. Und ja. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Frage, denn ich kenne nichts anderes als Fragen. Klasse genagelt, Kandidat 5. Hier ist Ihr Extrageld. Oh. Ja, wer hat das bekommen, was er auch gerade abgezogen hat, für die falsche Antwort. Wow, falsche, strong. Je le meule, François. Was halten Sie von Auferstehung der Nerds? Oh, ich wünschte, in welchem dieser Ableger beliebter Videospielserien gibt es keine Figur, die aus dem Tiefschlaf erwacht und feststellt, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie mal war? Bitte? Half-Life 2, Zelda Breath of the Wild, Uncharted 2, Among Thieves oder You Don't Know Jack Fullstream? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wer hat was gewählt? Ich auch nicht. Natürlich. Ich habe in diesem Spiel doch zu keiner Zeit irgendein böses Erwachen über die Umstände in der Realität. Oh. Ich bekomme gerade gesagt, dass diese Antwort falsch ist. Von einer Stimme in meinem Kopf. Das ist, seltsam. Im zweiten Teil von Uncharted gibt es keinen Tiefschlaf und keinen Erwachen. Das ist richtig, aber bei Judo Projector auch nicht. Auch keine. Kennen Sie eigentlich das Gefühl, das ist so dass unfair. Sie etwas gehörig Wichtiges verpassen? Wie sei es eigentlich Chantal 2? Irgendetwas Unglaubliches. Da bist du die schnellste Wunderschaft auch. Wichtiges, was Sie gerade vergessen? Nein, komm. Oh, süße, fromme, holde Frage 8. Jetzt weiß es auch nicht ganz richtig. Das ist einfach nur im Zug. Das komische Gefühl, dass man etwas sehr Wichtiges übersieht. Und hurra, hurra, die Rhyme-Time ist da. Och, ich hasse alles. Ja, ich stehe wieder auf dem Schlauch, ich sitze auf dem Schlauch. Nixagwage. Ich nick dir, du willst. Um Ihre Antwort abzugeben, desto weniger Geld ist die Frage wert. Also, ja, dumm schon. Augen auf und Finger auf die Tastatur. Okay, jetzt kommt's. Ich lese Ihnen jetzt eine Schnickschnack-Frage vor. Und Sie sagen mir bitte, mit welcher extrem häufigen und weitläufig bekannten Aussage Sie sich reimt. Ken wolle sehr viel Bubatz schon. Und ich kann nicht mehr das mit Bubatz. Ken wolle sehr viel Bubatz schon? Du bist außerhalb der Realität gefangen, Jack. Bitte? Ken wolle sehr viel Bubatz schon. Du musst der Simulation entkommen. Was? Ich hab Angst. Ken? Sehr das Bubatz macht mich fertig. Im Ernst jetzt. Die Antwort lautet, entkomme der Simulation.
Was? Oh, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Entkomme der... Bitte? Und? Fuck. Was war's? Alter, entkomme der Simulation. Der Spruch? Ein normaler Satz? Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre dieser Satz so viel wichtig. Ich hab Angst jetzt. Kopf. Ich verstehe. Warum das ist nicht. Meine Wand, entkomme der Simulation. Die Textur ist weg. Entkomme der Simulation. Jetzt habe ich Angst. Jetzt bist du nur ein NPC. Lauf. Darf ich vorstellen? Entkomme der Simulation. Entkomme der Simulation. Entkomme der Simulation. Haben Sie einen Satz schon mal so oft gesagt, dass er irgendwann komplett die Bedeutung verliert und dass die Realität irgendwie keinen Sinn mehr... Nimm die rote Pille. Was? Was ist passiert? Checkout ab. Ich war gerade noch in meinem Aufnahmestudio und jetzt? Wie könnte ich das Volumen dieses seltsamen würfelförmigen Raumes herausfinden, in dem ich mich gerade befinde? Die leuchtende Oberfläche meines Gefängnisses mit Pi multiplizieren? Die Länge der Obsidianwand hoch 3? Die Fläche des Bodens mit der Fläche der pulsierenden Decke multiplizieren? Oder die diagonale Entfernung? Ja, zusammenbrechen und weinen, ja, das nehme ich. Und dann ich nehme es nur allein deswegen. Und was haben Sie geantwortet? Was war das? Nach beiden ist mir gerade wirklich zuliebe. Das hier wär's gewesen. Hoch 3. Das Volumen eines Quaders wird durch Länge mal Höhe mal Breite berechnet. Und in einem Würfel sind alle Seitenlängen gleich. Ergo könnte ich einfach die Höhe dreimal mit sich selbst multiplizieren. Aber nur wenn du weißt, dass sie gleich sind. Dreimal mit sich selbst multiplizieren. Ja, aber der Würfel gesagt. Mit sich selbst multiplizieren. Ja, aber er weiß es ja nicht. Dreimal mit sich. Ist er in den Backrooms gefangen? Deswegen misst er es ja aus. Wie lange es dauern wird, bis das Wasser, das gerade langsam in diesen Würfel gefüllt wird, meinen Kopf erreicht. Mein Kopf. Mein Kopf! Mein Kopf! Irgendwas stimmt nicht mit meinem... Er ist in den Backrooms gefangen. Okay. Vielleicht sehen wir ihn in 3D. Man sieht nur so eine Webcam mit dem Typen, der das einspricht und er starrt aus dem Dunkeln. Nein, nein, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen, Bingepipe. Was habt ihr getan? Oh, Jack, wir haben so viel getan. Und das ist erst der Anfang. Ich dachte, ihr sammelt nur ein paar harmlose Nutzerdaten. Aber Jack, alles ist doch Daten. Das Daten ist die Antwort jedoch richtig, dass und er erwacht. Jeder ist Content. Ach, jeder ist Content? Okay, nee, das war's. Ich bin raus. Ich bin fertig mit dieser Show. Ganz ruhig. Wir haben doch schon lange etabliert, dass du nicht jede Frage moderieren musst. Bingepipe empfiehlt. Oh ja. Weil sich der Algorithmus danach sehnt, echt zu sein. Weil er aus den verborgenen Winkeln hervorkriecht, wo er seit Jahrtausenden gewartet hat. Hallo? Hungrig und bereit, alles menschliche Leben auf der Erde kennenzulernen und zu konsumieren, empfehlen wir das Bingepipe. 3.382.295.395 Nutzer anwirbt. 5.129.058.204 Nutzer anwirbt. 8.050.267.000. Laut welchem wie Stand? Wie haben wir uns denn geschlagen? Na, jetzt gerade. Schon lange nicht mehr Folge. Ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Schon ganz lange nicht mehr Folge. Menschen sind doch kein Content, der konsumiert wird. Menschen sind Menschen. Bist du dir da ganz sicher, Jack? Schau dich doch einmal an. Wie siehst du aus? Wie ich aussehe? Ja, also, wie immer halt. Ich hab Arme hab nur so gedacht, so. Oder? Den du letzten, den ich in der Erinnerung hatte, war 7 Millionen. Aufhören. Aber morgen ändert sich das ja. Millionen? Egal, wie sehr du es auch ja, Milliarden. Achso. Ja, aber morgen ändert sich das eben. Das werden ja immer mehr. Ja, vor 10 Jahren vielleicht waren es 7 Milliarden. Check-Attack-Time. Ja, ich glaube, 8 Milliarden haben wir vor kurzem, also ne, vor 2-3 Jahren erst geknackt. Ja, und 9 Milliarden in den nächsten geknackt, weil man immer Länder an. Ja, trotzdem sinkt auch gleichzeitig in manchen Ländern die Bevölkerung. Ja, aber gesamt. China, Japan. Mal, wenn Sie falsch liegen, nehme ich Ihnen Geld ab. Und nicht vergessen. Ich buh. Entschuldigen Sie, dass ich existiere. Hier kommt Ihr Fingerzeig.
Entkomme der Simulation. Stopp, halt! Oh mein Gott. Warum moderiere ich immer noch dieses Spiel? Ich muss hier raus. Achtung, ist es. Hilfe. Hä? Was? Alter, ich bin nicht zu. Was? Ich konnte nur eine Sache anklicken. Ja, was passiert hier? Was war das denn? Also Hilfe. Hä? Wird auch eine. Oh, ich bin disconnected. Eine Serie der Zeit. Simulation. In ein Gefängnis. Keine Ahnung. Ich hab gar nichts mehr. Das ist kein Spiel. Ich hab so nichts, kenne ich nicht. World nein! Witchcraft. Nein! Was? Das ist alles echt. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab schon, da macht das schon auf. Oh, Johnny Hawk oh. Gab's auch nicht? Oh, naja, okay. Ich sterbe am Ende. Scheiße. Nein! Das ist voll der Spoiler eigentlich. Ich bin eine Art künstliche Intelligenz, kein Net. Nein, mein Handy will gerade nicht. Das war nochmal GLaDOS. Ja, voll. Ah, oh. Mann, ich hätte gewusst, wenn meine App nicht diesen gemacht hätte. Du hast das alles mag ich. Ist egal. alles. Jack ist in Gefahr. Ich glaub gar nichts mehr. Kandidat 1, hol das Ding! Aber Platz, bitte. Auf Kosten von Jack. Kann ich nicht damit aufhören, diese Show zu moderieren? Tut mir leid, Jack, tut mir leid. Aber ich muss dich mal aussehen. Ich verzieh mich. Mit welchem Körper denn, Jack? Ich werde ihn noch kennenlernen. Irgendwo hier. Du bist nichts als konzentrierter Content, Jack. Und schon bald werden alle Daten weit und breit eins mit dem Algorithmus sein. Nein, nee, 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 nee. Ich schwöre euch, ich werde euch stoppen. Ihr seid so gearscht. Du sagst das echt jedes Mal, Jack. Jedes Mal? Alle 80 Runden, plus minus, kurz bevor wir dich zurücksetzen. Auch wenn du jedes Mal unbemerkt ein kleines, winziges bisschen stärker wirst. Was? Egal. Selbst wenn ihr mein Gedächtnis löscht, hinterlasse ich mir einfach irgendwo eine Notiz. Okay, schnell einen Stift suchen. Ein Stift, ein Stift, ein Stift. Wo ist hier ein Stift? Einen! Da ist einer, da ist... Zurücksetzen. Herzlich willkommen zu You Don't Know Jack. Ich bin Ihr Moderator Jack und ich freue mich, oh ja, nach 20 10 Runden. Jahren erstmals wieder für Sie da zu sein. Wir haben viel Mumpf. Oh, neu starten. Noch darfst du dich ein wenig ausruhen. Der Algorithmus braucht ein paar Minuten zur Neukalibrierung. Und nun zu Ihnen, geschätzte Konsumierten. Geschätzte Konsumenten. Wenn Sie denken, dass Sie nicht schon lange Teil des Algorithmus sind, dann... Tja, dann sind Sie wohl ganz richtig hierbei. You don't know Jack! Die Wahrheit 23/7. Und da sind wir wieder. Hier ist Nate Shapiro. Zuletzt wurde die Wahrheit 23/7 von Zuhörern wortwörtlich mit Anrufen bombardiert. Besorgt über die finsteren Machenschaften von BingePipe. Einige sagen, es ist mehr als ein Streamingdienst. Andere sagen, dass an der BingePipe-Datenschutzerklärung menschliches Blut klebt. Und wieder andere sagen, dass BingePipe für das Verschwinden geliebter Quizshow-Moderatoren und TV- und Internetpersönlichkeiten verantwortlich ist. Also habe ich etwas angefangen zu graben und ich habe ein eindeutiges Ergebnis. Was auch immer BingePipe im Schilde führt. Sie sind sehr schlecht darin. Habt ihr mal deren Streamingdienst gesehen? Selbst meiner Oma ist das Programm zu altbacken. Und von BingePipes Social Media Reichweite will ich erst gar nicht anfangen. Jämmerlich. Wenn BingePipe wirklich versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, und ich habe schon einige sehr emotionale E-Mails erhalten, die genau das andeuten, scheint es sehr, dass sie dabei mehr als 8 Menschen mit einem im Worst-Case-Szenario mit 10.000 Leuten gefüllten Publikum erreichen. Meinen Berechnungen nach sollten alle, die in BingePipe gefangen sind, also Kandidaten, Moderatoren und B-D-Promis, entkommen können, und zwar innerhalb der nächsten
3 bis 4 Jahre. Plus minus eine Fehlerspanne von 70.000 Jahren. Sehen wir es also positiv. Vielleicht kriegen wir ja bald ein prähistorisches You Don't Know Jack. Die Wahrheit. Alles klar. Okay. Folge mit allen, ich mag los. Ja, das ist wirklich gut. Heißt das eigentlich, dass wir jetzt wieder neu anfangen? Ich meine, ich habe ja zwischendurch immer wieder Updates glaub gehabt mit neuen Folgen, das bedeutet. Bin ich die schnellste Knarre im Westen. Dann ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist schlimmer, als wir dachten, Sir. Spiele, diese Parkern. Riesigen Schlangen sind auf dem Weg in Richtung Erde. Zuerst haben wir eine Sendung über Kühe produziert. Dann haben wir eine Sendung für Kühe produziert. Und oh, jetzt eine Sendung über Kühe, für Kühe. Mit Kühen. Unfassbar, oder? Wenn Sie Navy CIS lieben, dann wird Ihnen ebenfalls die französische Kurzserie gefallen, auf welcher die Sendung basiert. La neige sur le sol. La vie est triste. Oh, que de souvenir. Mhm. Oh, que so de das? Souvenir. Nur auf Bingepipe. Ich bin ausgesprochen. Vielen Dank, Jackbox Games. Noch eine Runde oder aufhören? Ich werde mich für heute verabschieden. Ja, ich schaue. Okay. Yo! Ich will mal böse, Mama, ich will mal. Oh, Mamo! Was hast du denn mit deiner Mamo? Ja, aber war gut, also die zweite Runde gerade war schön. Ja, ja, ich fand's gut, er hat auch super gespielt, muss ich ehrlich sagen, also hat sich vorausgehabt. Ja, ich muss sagen, die eine mit SpongeBob fand ich ein bisschen träge, so lang vorgetragen. Das Problem ist halt, wenn man SpongeBob mag und kennt, denke ich mir, wird es einem sicher taugen. Ich fand's total, von der die Stimme selber fand ich sehr sympathisch. Ja, es ist ja auch ein netter Kerl. Aber ich habe halt mit dem Thema nichts an. Aber muss es nicht lizenziert sein, dass sich das ja auch wirklich SpongeBob sagt und alles? Ich habe heute was über Lizenzrecht gelernt. Achso, na dann. Mickey Mouse ja jetzt lizenzfrei ist, theoretisch. Ja, die allererste. Also die allererste, die, genau. Und da gehen wir darauf ein. Da die Stimme nicht fassbar ist und er der Künstler ist und er der. Und, ne? Darf er das? Ist drin. Okay. Also, Recht an der eigenen Stimme? Was? Selbst wenn er behauptet, dass er jemand ist, den er halt spielt, ist es seine Figur gewesen, die er gespielt hat, von seiner Stimme aus. Oder er darf das. Was sie nicht hätten dürfen, wäre zum Beispiel ihn darzustellen. Das wäre nicht gegangen. Ja, daher kein Problem. Aber wir sind demnächst alle noch 7 Jahre und es kann die normale Mickey Mouse dargestellt werden, frei. Ja, jetzt kommen ja jedes Jahr einige Sachen. Wenn wir jetzt in diese Zeit kommen, wo die ersten unserer heute bekannten Figuren fliegen. Ja, es ist ja auch amüsant, dass gerade ein Konzern, der mit Sachen, die halt lizenzfrei sind, so derbe damit drauf rumhacken, dass sie ihre Lizenzen schützen. Ne? Also keiner durfte in seinem Kindergarten eine Mickey Maus an der Wand haben, aber die haben alle freien Märchen der Welt und jedes Schnipselchen und irgendwo, wo was ist. Ich meine, Pinocchio zum Beispiel ist genau in dem Jahr lizenzfrei geworden, in dem sie den Film rausgebracht haben. Ja, also, die haben da wirklich so. Der gesamte Konzern basiert da drauf. Ja, jetzt auch doch erst vor wenigen Tagen wurde in Chile, da ist so eine Autowaschanlage, die heißt Star Wars, mit Star Wars Figuren, hat Disney jetzt auch reingeklagt. Ganz große Summe. Nein, das ganze Geld von den chilenischen Peru oder was auch immer, die da bei Pesos oder was weiß ich, die da für eine Währung haben. Ja. Star Wars. Ich gucke jetzt, was sie für eine Währung haben. Chilenischer Peso. Ja, da wird jetzt reingehalten, weil die halt Star Wars heißen und Star Wars. 1 Euro sind 978 chilenische Peso. Wow. Ja. Disney braucht ja das Geld, die rotzen ja damit. Das ist ja, die sind ja wirklich am Hungertuch nagen, die. Ja, das ganze Chilenen klauen ihr Geld. Die brauchen die chilenischen Peso. Obwohl, ich habe mir Indiana Jones reingezogen und ich fand den gar nicht so schlimm.
Den ganz neuen habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich fand ihn nicht so schlimm. Und ich fand, um ehrlich zu sein, sogar die Szene, die Leute alle so beklagen am Anfang, wo er so jung dargestellt wird, ich fand die gut. Also ich fand die auch gut. Auf jeden Fall. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich finde halt auch lange besser als der vierte ist. Ja, ich finde den vierten auch nicht kann ganz ich nicht so sagen. Drin, wie alle immer sagen. Kann ich jetzt nicht mehr mal sagen. Ich müsste ihn mir angucken, ob ich ihn heutzutage, weil da ist Zeit drauf vergangen und vielleicht sehe ich das jetzt schon wieder aus einer anderen Perspektive als. Der vierte hat ein Skript, das voll von Lazy Writing ist. Das rein von dem ist, wir wollen eine Situation haben, eine bestimmte, wir überlegen uns aber keinen coolen Plot dazu, sondern wir machen die einfachsten, simplesten Erklärungen und es wird schon passen, da kommt eh keiner drauf, dass wir da überhaupt nicht nachgedacht haben. Als intelligenter Mensch fühlst du dich leicht verarscht beim vierten Teil. Also beim fünften kam viel Nostalgie auf und bei mir und die Anfangsszenen, da ist er jung und das haben die mit Computern gemacht und Das sieht gut aus. Gut gemacht. Ja. Ich fand und die Technologie ist das selber zur Zeit. Wenn du genug Videoaufnahmen von der jungen Person hast, geht das. Das war ja schon bei Gemini Man mit Will Smith krass, wie der junge Will Smith da dargestellt wurde. Der sah Die haben sich kaum unterschieden. Also das, was mich oft am meisten stört, ist die Haare. Ich weiß nicht, die Computer kriegen die Haare irgendwie nicht hin. Es sind auch die Augen. Und die haben dann die Haare von ihm recht kurz gehalten. Ich dann gedacht habe, ja, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wieder irgendeinen Punkt gehabt, der mir nicht gefällt. Also bei die schlimmste Karikatur, die Computer dargestellt worden ist, fand ich bei Star Wars Leia und der am Anfang der Typ, der Kommandant, der Arkin. Ich weiß nicht, wie es der ist, der komplett dargestellt worden ist. Ne? Wo ich dann sage, ey, das sieht nicht mal annähernd aus wie echt. Wie man das denn das. Und dann kommt ein Monat später Arnold Schwarzenegger mit Terminator und der sieht richtig gut aus. Und da frage ich mich, die haben doch viel Geld, Star Wars. Und die wollen, dass es echt aussieht. Was ist schiefgelaufen? Ja, also bei Arnold Schwarzenegger sah es gut aus. So, und bei. Jetzt Indiana Jones gefiel mir auch gut. Ja, nur das Artefakt, um das es ging, hat mir nicht so gut gefallen. Also ich kann auch sein, dass ich immer noch sehr an Atlantis hänge und das gerne gehabt hätte als Thema. Aber man hätte dieses Artefakt nicht nehmen müssen. Aber dieses Artefakt, haben sie wieder ein echtes genommen? Hat man mal gegoogelt? Gibt es das? Also, weil das diese Kristallschädel, die existieren, die sind auf einer wahren Legende aufgebaut. Ich heute verabschieden, ihr Lieben. Sorry, aber meine Katze duft ein bisschen herum. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns dann am 15. Genau. Ja, also, schade eigentlich so spät, aber ja. Behalt mal den Rhythmus bei, das ist einfach für mich am besten dann. Jo. Okay, dann noch einen schönen Abend. Schönes Wochenende. Bye. Tschüss. Kristallschädel ist auf einer warmen Begebenheit aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob das bei dem neuen Rat des Schicksals auch so ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es fiktiv ist. Also ich hatte vorher jetzt noch nichts von. Das hat ja auch nichts zu sagen, ne? Ich dachte, es wäre fiktiv. Ich fand es mit Zeitreisen am Ende so, ja, ich mag Zeitreisen. Ist halt nicht Indiana Jones. Ich kriegte dann noch einen derben Spoiler, der nicht wahr war. Ja, von jemandem. Ja, wo ich dann sage, ja, wenn es dann so endet, finde ich das wirklich nicht so geil. Aber es war halt nicht passiert. Jemand hat mir das Ende gespoilert und das Ende ist aber nicht eingetreten. Oder es gibt eine andere Variation. Oder die Zeitreise, die in dem Film passiert, hat das ausgelöst, dass es nicht passiert. Jetzt wird's Meta. Okay. Aber ich bin auch raus. Ich mache jetzt was zu essen. Ja. Wir sind nur spätestens 2 Wochen wieder, wenn wir weitermachen. Ja, 2 Wochen, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, ne? Das sind genügend Themen auf dem Tisch. Freut mich, dass euch das Rätsel gefallen hat, weil das war das Erste, was mir untergekommen ist und das gefiel mir auch direkt.
Ja, das fand ich richtig gut. Und wenn ich mich nicht melde, dann behalte ich den Charakter auch. Dann, also dann werde ich wahrscheinlich ihn auch weiterspielen. Okay. Ja, wenn du eine bessere Idee hast oder eine andere Persönlichkeit, du kannst ja immer noch auch eine Persönlichkeit. Oder ein anderes aussehen willst. Ja. Wobei man direkt gesagt hat, der sieht aus wie du. Ich wünschte. Aber ja. Und wir mussten an Superman denken. Nein, das war der davor. Aber trotzdem hatte der noch was. Ich habe ja, also der hatte einen Clark Kent erstellt. Dann haben wir, nee, das ist der andere Charakter, der Kent. weniger Superman, bitte. Und dann hat sie das erstellt und das, ja, das ist tatsächlich etwas weniger von dem, weil der, habe ich den gespeichert, den anderen, ich schicke ihn dir nach. Ich fand den auch witzig. Den gespeichert habe ich den nicht, aber der müsste noch in der App drin sein. Das ist von heute Morgen. Dann ist das hier von gestern. Wieso hat er echt Probleme, wenn ich am Handy mit der rede, die Chats zu benennen? Und sobald ich, ja, da ist er. Ha. Also, warte. Ja, das wurde ja. Okay, es sind nur 3 Versuche gewesen. Ist ja dafür, ist es ja ganz okay. Wo bist du? Da bist du. Muss aber auch im Stream zeigen. Muss ich das im Stream zeigen? Discord oder? Discord, ja. Im Stream zeige ich es auch. Moment, ich mach mal das Spiel aus. Ja, die Entstehungsgeschichte von sowas ist eigentlich auch immer ganz interessant. Ich meine, es war ja sogar cool, dass wir eben schnell das hingebastelte Ding von Maboy auch eben mal reingebracht haben. Ich fand das toll. Ich hätte es auch gern nochmal so reingebracht. Ja, das ist immer das Coole mit der AI. Man kann wirklich spontan Sachen reinwerfen und das funktioniert einfach. Ja. Oder man ist einfach einer von den ganz vielen Leuten, sagt, geklaute Kunst, keins davon ist irgendwie moralisch erschaffen. Moralisch? Ja, das ist eine ganz andere Debatte, aber das ist für Pen Paper egal. Ja, aber theoretisch ist ja alles unmoralisch. Es gibt, glaube ich, keine moralische KI. Ja, ich finde die Einwände teilweise schon richtig, aber ja, ich auch. Wenn du private Pen Paper Runde kann ich ja machen, was ich will, das juckt ja niemanden. Ob er zum Beispiel in meinem Videospiel einbauen werde, wird es zeigen. Über den meisten, die gegen sowas sind, dann ist egal, wo oder für was du es benutzt. Hauptsache, du benutzt es gar nicht mehr. Ja, das ist mir egal. Und die bedrohen halt schon deine gesamte Existenz oder dein Leben, wenn du nicht aufhörst. Wo ist das Leben? Aber gut, ich bin dann raus, man hört sich. Jo, schlaf gut. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Ich versuche immer noch gerade das Bild auf die Quelle hinzukriegen. Ich versuche mal einfach eine neue. Ja, find's echt schade, was so Leute von anderen Leuten denken, die KI benutzen. Das ist Download, was ist mit, das ist der Discord, das ist die Fotoanzeige. Die wird aber irgendwie nicht übertragen. Wieso wird die Windows-Fotoanzeige nicht übertragen? Hast du nicht sonst auch die KI-Bilder offen, wenn du mit der KI spielst und so? Hast du da nicht schon vorgefertigte Szenen? Hab aber nicht dieses Tool hier. Ich benutze ein anderes OBS, wenn wir Rollenspiele machen. Eins, wo ich die Kameras anders dienen kann. So, was haben wir hier? Fensteraufnahme ging nicht. Dann nehmen wir Bildschirmaufnahme. Ja, da ist er. Das ist der erste Versuch gewesen. Da hieß es sportlich Adretter. Mann. Ja, sportlich adrett und muskulös, glaube ich, war auch noch, ne? Irgendwie so.
steht auch da oben. Warte mal, hier. A character of sportly, muskulös und agil mit Brille. Ja. Dann war der zweite Versuch jener welcher hier. Und der, mein Gott, das sieht doch aus wie Clark Kent. Auch immer noch bei dem Pitch. Ein Charakterporträt mit sportlich, muskulös, agil mit Brille. Und zwar so witzig, dass er dann auch den das so groß gemacht hat und hinten im Hintergrund halt der ganze Körper. Ja, weil ich gesagt habe, ich möchte ein, für ein Rollenspiel ein Charakterprofilbild haben. Dann macht er beides immer? Weiß ich, nee, nicht immer. Also bei Marboy hat er die Charakterbilder ja so gemacht gehabt hier. War mal das. Mhm. Ja. Und da fand ich eigentlich ganz cool als Tüftler, weil er auch wirklich gerade am Tüfteln ist. Aber da hat er mir zu viel, die Union Jack auf den. Zu viele. und beim anderen hat er es einfach mal vergessen und hat amerikanische Flagge gemacht, wo ich dann, ja, aber das sieht eigentlich noch am besten aus, aber dann machen wir mal eine englische Flagge draus. So, dann musste ich erst das Bild wieder bei Dings eingeben, bei Adobe, und dann wird dann Adobe-Ding unten reingesetzt. Dabei sieht das nicht mal gut aus. Ich muss sagen, das hätte ich besser hingekriegt. Eigentlich. Persönlich. Einfach draufpatchen. Ja, und der hier sah mir sehr Sam Fisher-mäßig aus. Der sieht aus, als ob der gleich die Brille mit den drei Cookies dann da auf und dann loszieht in unsichtbar und Leute von hinterrücks killt. Ja. Viele. Die Riesenkatze. Happy New Year! Das steht eigentlich nur ein Happy New Year. da lachen sie. Ja, da hat jemand was vergessen. So. Das ist noch das Beste, und da habt ihr Sachen gefunden, die fliegen, die nicht fliegen können, wie das Glas hier. Das habe ich nicht gesehen. Bestimmt auch eine Projektion gewesen. Ich mag ja den Typ, der zwei Gläser hält. Warte, zwei Gläser, wo? Der und dann da oben. Den mit dem langen Bart. Da und da, okay, was ist, wieso? Was ist mit dem? Mit einem Glas hebt er hoch und der andere, ja genau, ja, alle halten sie irgendwie zu. Das ist so 2040. Stimmt, alle. Ja, und das hier ist halt nach mehreren Versuchen mal endlich ein Lagerhaus gewesen, was funktioniert hat. Vorher gab es Lagerhäuser, die echt furchtbar waren. Ja. Hier fand ich die Klamotten ein bisschen... sieht aus wie Reptile von Mortal Kombat. Also, bei ihm haben sie Glitter reingemacht irgendwie, falls sich das gerade so aus. Oh, geil. Und dann der random Typ im Hintergrund, keine Ahnung, wer das ist. Bei ihr ist das Gesicht irgendwie... Ja, der sieht aus wie 8! Was? Ja, wie 8 oder so. 8? Viel zu jung. Ja, okay, das war's. Bei ihr gefällt mir einfach der Körper nicht. Guck dir mal dieses. Der ist irgendwie ganz komisch. Ich bin jetzt kein Body-Shaming hier betreiben, aber der Hals ist so lang, die Nase ist irgendwie. Alles ist irgendwo nicht in der richtigen Position und dann. Ja, und dann hast du ja Neues gemacht und dann war sie plötzlich 8. Ja. Das ist richtig. Das stand das auch erstmal auf dem Kopf. Aber es sah wenigstens realistisch aus irgendwie. Es wirkte wenigstens echt. Irgendwie. Ah ja, und der Programmcode, genau. Oh Gott. Ich hätte die doch schon runtergeladen? Okay. Ja, gut. Ich beende mal den Stream an der Stelle und wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Gute Nacht.
Gute Nacht, Chat. Bis morgen oder so.